Wir sprechen Klartext. Vom Harz bis an das Meer. NPD Niedersachsen. Nein zum Heim. Die Zahl der Asylanten, die in Wolfsburg untergebracht werden sollen, steigt immer weiter an. Während in der aktuellen Neufestsetzung die Zahl der angeblichen Asylanten schon sprunghaft von 80 auf 170 angestiegen ist, rechnet man in absehbarer Zeit mit weiteren 30 Flüchtlingen. Dabei sind laut Asylrecht statistisch weit über 98% der sogenannten Flüchtlinge überhaupt keine Asylanten, sondern vielmehr alimentierte Wirtschaftsflüchtlinge und Armutseinwanderer, deren Dasein auf Steuerzahlerskosten, also auf unsere Kosten, durchfinanziert wird. Es werden sich also in naher Zukunft 200 von uns Steuerzahler finanzierte Personen in Wolfsburg aufhalten, bei denen man bei lediglich von 2 bis maximal 20 wirklich verfolgten Personen ausgehen kann. Für 2014 rechnet die Stadtverwaltung schon mal vorsichtig mit Mehrausgaben von über 500.000 Euro. Wobei es keine Begrenzung der Kosten für die Fremden gibt. Laut Sozialamtsleiter Werner Bohne können zeitnah die Asylanten in einer Pension im Lerchenweg einziehen. Die NPD lehnt diese massenhafte Aufnahme von immer mehr oftmals Wirtschaftsflüchtlingen ab. Die Stadtverwaltung sollte sich genauso wie die Landes- und Bundesregierung zuerst für das deutsche Volk einsetzen. Solange es im Winter viel zu viele Menschen gibt, die auf deutschen Straßen erfrieren müssen, weil sie sich keine Wohnung leisten können, ist es ein Unding, Fremden zuerst zu helfen. Ich fordere deutsches Geld für deutsche Interessen. Wir müssen erst dem eigenen Volk helfen, bevor wir an die ganze Welt denken. Wir fordern, Wirtschaftsflüchtlinge konsequent abschieben. Wir von der NPD fordern, wessen Asylantrag abgelehnt wird, der hat Deutschland unverzüglich zu verlassen und für die Abschiebekosten aufzukommen. Wer falsche Angaben beim Asylantrag macht, ist ebenfalls sofort abzuschieben. Wir sprechen Klartext. Vom Harz bis an das Meer. NPD Niedersachsen.